So, hey und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich habe es ja schon angekündigt. Und zwar wird es ab jetzt ein, ja, Let's Play die Sims 3 einfach tierisch geben. Also ein Haustiere-Let's Play. Einige von euch hatten da ja auch mega Lust drauf und ich hatte mega, mega, mega Lust drauf. Deswegen, ja, machen wir das jetzt einfach. Diesmal habe ich mir gedacht, dass wir das so machen, dass wir schon ein bisschen weiter sind, sage ich mal. Also nicht started from the bottom. Also, wir haben schon ein bisschen Geld gehabt. Ich habe uns ein nettes Häuschen gebaut. Das zeige ich euch auch sofort. Aber als erstes wollte ich euch die Figuren vorstellen, mit denen wir jetzt spielen werden. Und zwar ist das zum einen Carl McBride, also unsere Familie heißt McBride. Das ist ja der Großvater der Familie, der Herr des Hauses. Und ich habe noch nie mit Senioren gespielt, weil ich irgendwie immer vorher aufhöre. Ich weiß auch nicht. Und deswegen dachte ich mir, wäre es mal ganz cool, so einen Senior dabei zu haben. Und das ist eben Karl. Hier seht ihr seine Merkmale. Er ist gut, weil ich wollte, dass er so ein, ja, so ein richtig netter Opa ist. Einfach so immer erst an die anderen denkt und dann an sich. Dann ist er natürlich geschickt, weil ich finde, irgendwie Opas sind immer handwerklich begabt. Also mein Papa, wenn ich mal Kinder kriege, dann wird mein Papa so sein. Weil mein Papa ist handwerklich begabt. So, und dann ist er natürlich Tierfreund, weil dieses Let's Play geht ja rund um Tiere. Und er ist künstlerisch begabt, weil ich dachte, das wäre so ein bisschen so ein cooles Extra. Und dann hat er noch einen grünen Daumen, weil ich plane, da noch einen Garten anzulegen. Das dachte ich wäre ganz cool. Und dann haben wir Julie McBride. Das ist diese junge Dame hier. Die seht ihr auch schon in meinem Banner, also in meinem Kanalbanner. Und ja, ich liebe sie einfach. Ich finde sie total süß, total hübsch. Und sie soll eben dieses nette Mädchen vom Land sein. Ja, sie ist Vegetarierin, weil sie liebt Tiere und möchte deshalb auch keine essen. Dann ist sie auch geschickt, weil ihr Vater hat ihr das natürlich beigebracht. Weil bei mir ist es so, mein Vater ist eben handwerklich sehr begabt und ich habe mir einiges von ihm abgeschaut und deswegen, ja, kann ich auch so einige Dinge reparieren oder auch an die Wand hängen oder keine Ahnung. Und deswegen dachte ich, hat sie das dann geerbt, sage ich mal. Dann ist sie familienbewusst, sie träumt von einer großen Familie und ja, wer tut das nicht? Dann ist sie auch Freundin, also liebt alle Tiere, die es gibt und hat auch einen grünen Daumen. So, und dann haben wir ein Tier, und zwar ist das Alpha McBride. Das ist unser wunderschönes Pferd. Alpha ist ein Hengst oder Wallach, ich weiß nicht, ob das recht ist oder nicht. Und ja, Alpha ist das perfekte Springpferd. Also er ist flink und freundlich, das heißt, er hört ganz gut auf die Person, zu der er sehr guten Bezug hat. Und ist ein bisschen ein Ferkel, also macht auch mal ein bisschen Blödsinn, aber dennoch ist er ein sehr, sehr tolles Tier und wünscht sich direkt Fähigkeit springen lernen. Und ja, ich habe vor, dass die zwei hier ein Herz und eine Seele werden und zusammen die Turnierwelt erobern und damit ihr Geld verdienen, denn ich habe Julie auch ihren Lebenswunsch gegeben, der Jockey, also das bedeutet Level 10 der Reitfähigkeit erreichen und 40.000 Simoleons mit deinen Pferden gewinnen. Und ja, das ist unsere Familie McBride. Die Familie wird sich natürlich ausdehnen. Es werden einige Tiere dazukommen. Darüber entscheidet ihr, was dazukommen soll. Und dann werden bestimmt auch ein paar Familienmitglieder, also Menschen dazukommen, weil Julie, wie gesagt, von einer großen Familie träumt. Und ja, dann zeige ich euch noch eben das Haus. Ich weiß, der erste Part ist immer ein bisschen doof. Da ist immer sehr viel Geblabbel, ne? So, das ist unser Grundstück. Ich weiß, es ist schon sehr groß. Es hat einen Grundstückswert von ungefähr 50.000 Euro, weil Carl McBride hat natürlich sein ganzes Leben lang gearbeitet und hat Geld verdient und deswegen hatten wir einiges dann auf der hohen Kante. Und ja, das ist dann halt unser Grundstück. Wir haben hier unser Haus und hier ist die Scheune, wo dann Alpha sein Quartier hat. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal von innen. Es ist natürlich alles sehr so ländlich angehaucht, weil ich eben diesen Stil verfolgt habe. Ach so, wir wohnen übrigens in Appaloosa Plains, also die Stadt, die zu einfach tierisch gehört. Und ja, fangen wir einfach mal an. Hier ist eben die Eingangstür, da kommt man dann rein und dann geht man nach rechts und kommt sofort ins Bad. Die meisten Räume sind jetzt noch etwas spartanisch eingerichtet, weil eben das Geld am Ende nicht mehr so ganz so gereicht hat, weil ich das Haus eben so ausgebaut habe.
Ja, das Badezimmer ist einfach sehr, sehr einfach eingerichtet mit Waschmaschinen und Trockner und eben das, was man so braucht. Dann gehen wir nach links, da befindet sich unser kleines Wohnzimmer, eben Fernseher, Stereoanlage und ein Computer. Dann gehen wir ein Stück weiter. Das hier, habe ich mir gedacht, wäre Julies Zimmer, weil Mädchen brauchen ja immer ein bisschen mehr Platz als Männer. Und natürlich ein Doppelbett, weil wer weiß, wer noch dazu kommt. Und wieder nach links ist dann Karls Schlafzimmer ist auch sehr spartanisch noch eingerichtet. Dann gehen wir noch ein Stück weiter. Hier befindet sich unsere große offene Küche. Ja, wir haben so eine ländliche Küche mit einem Panoramablick in den Garten. Finde ich sehr, sehr schön. Gefällt mir super gut. Und ja, hier ist dann auch noch genug Platz für irgendwelche Näpfe oder so, wenn wir noch mehr Tiere bekommen. Und ja, dann haben wir auch noch eine Etage höher, einen Raum. Da, ja, ist dann Platz für eben noch irgendetwas, was wir so brauchen werden. Entweder würde es ein Kinderzimmer werden, wenn wir mal ein Kind haben oder so. Oder es wird ein Hobbyraum oder keine Ahnung, eure Vorschläge in die Kommentare. Dann haben wir ja hier hinten in der Küche einen Ausgang, der direkt in den Garten führt. Im Garten ist jetzt noch nicht so viel, da wir eben kein Geld mehr hatten. Aber wir haben einen kleinen Teich und den finde ich total schön. Finde ich total süß und ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann gehen wir hier rüber. Und hier befindet sich das Areal von Alpha. Und zwar ist hier einfach so eine große Weide. Die ist direkt mit dem Stall verbunden. Also ist, denke ich mal, ein Paddock, oder? Nennt man doch so. Und hier ist so ein kleines ja, Hindernis, wo Alpha dann ein bisschen springen üben kann und auch mit Julie auf dem Rücken. Also wer weiß. Aber wir sind auch nicht weit entfernt von diesem Reitzentrum. Das zeige ich euch auch gleich mal. Dann haben wir hier eben so einen Ball für Alpha und so einen Leckstein. Hier kann er trinken und essen. Und mir fällt gerade ein, ich muss noch im ganzen Haus Lampen installieren. Das muss ich gleich noch schnell machen. Dann haben wir hier hinten noch so einen kleinen abgezäunten Bereich. Hier ist es Heu. Und dann haben wir noch ein bisschen Hühner. Und das ist total süß, weil hier sind schon zwei Hühner. Weil wenn man die Eier nicht einsammelt, dann gibt es irgendwann Küken. Und das ist mega süß. Ich habe auch diesen Muku-Milchhof aus dem Store. Den können wir irgendwann auch noch, ja, benutzen, wenn ihr darauf Lust habt, dann können wir auch Kühe haben, weil damit habe ich auch noch gar nicht gespielt. Ist bestimmt auch total lustig. Und ja, hier ist dann noch der Stall von Alpha. Und ja, das ist auch noch nicht bemalt, sehe ich gerade. Also da muss ich gleich noch einiges machen. Aber das ist jetzt so erstmal, ja, der Stand der Dinge. Mir gefällt unser Gelände super gut und mit unserer Familie bin ich auch total zufrieden. Wir können hier sehr, sehr viel mit machen und veranstalten und ich freue mich auf jeden Fall schon auf dieses Let's Play. Ich schau grad mal auf die Uhr. Ah, gut. Haben noch genug Zeit. Ja, dann wollte ich euch ja noch eben die Stadt zeigen. Falls ihr noch nie in Appaloosa Plains gespielt habt, falls ihr dieses Expansion Pack, wollte ich schon sagen, dieses Erweiterungspack nicht habt. Das hier ist Appaloosa Plains. Das ist eben, ja, sehr, sehr ländlich und ja, keine Stadt. Also hier ist eben diese ganz kleine, dieses Dorf eher gesagt, dieses Dorfzentrum, wo diese ganzen Sachen wie das Rathaus, Krankenhaus, Schule und so sind. Dann sind hier drumherum ein paar normale Häuser, sag ich mal. Also jetzt keine Farms, Farm, Farm, Farmen, keine Ahnung. Und hier unten sind eben die Farmen, also die Häuser mit den Gehegen für die Pferde, Gehege, Ställen für die Pferde und Weiden und keine Ahnung. Dann haben wir unten noch ein Bistro und Strandpier. Und hier ist eben das Reitzentrum, da kann man dann hinreiten und das Springen üben. Und gleich gegenüber ist da, genau, da ist das Zentrum für Turniere, da kann man dann eben an Turnieren teilnehmen. Ich kann zum Beispiel Alpha als Deckhengst anbieten, dann bekommen wir Geld dafür. Man kann züchten, man kann sich ein Pferd kaufen. Alles Mögliche kann man dort machen. Und es ist eben nicht sehr weit. Also, falls Julie da mal Lust auf einen Ausritt hat, können wir hier rüber reiten.
Dann befinden wir uns direkt an einem Fluss, finde ich auch total schön. Also alles sehr, sehr ländlich, da drauf stehe ich, weil ich bin ja auf dem Land aufgewachsen. Dann haben wir hier hinten noch so einen Katzendschungel bzw. Hundepark haben wir hier. Da können wir dann auch immer hingehen, wenn wir denn mal dann so Tiere haben. Hier oben sind auch noch weitere Häuser und eine kleine Kneipe. Oh, sorry. Heute ist mein letzter Ferientag. Ja, und das ist so alles, was sich jetzt gerade über diese Stadt sagen lässt. Und ich würde sagen, ich installiere ganz kurz noch Lichter im ganzen Haus und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir aber wirklich pleite. Wir haben noch 34 Simoleons. Aber naja, wir kommen schon irgendwie über die Runden. Ich überlege gerade, was wir Karl für einen Beruf noch geben, weil ich denke nicht, dass wir sonst über die Runden kommen werden, wenn keiner arbeiten geht. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnte er so einen Teilzeitjob machen. Da verdient man auch nicht so viel. Er könnte Lehrer sein, oder? Das wäre doch cool. Ja, das finde ich ist eine gute Idee. Wenn er Lehrer ist. Ich finde, Karl ist so ein cooler Lehrer. So ein alter Mann, der bald in Rente geht und einfach cool drauf ist, einfach ein bisschen Spaß haben will noch. Und ja, das macht er mal. Das haben wir schon. Einen Gehstock kannst du dir gerne wünschen. In die Universität gehst du nicht mehr. So, und da unser einfach tierisch Let's Play ja jetzt hier beginnt, werden wir. Wie heißt die? Julie? Ich wollte gerade schon Haley sagen. Direkt mal auf Alpha draufsetzen, dann können wir mal eine Runde. Oder erstmal freunden wir uns ein bisschen an. Dann können wir mal eine Runde reiten gleich. Komm, Alpha, bleib hier. Ich finde, er ist auch ein total cooles Pferd. Super schön. Oder? Was sagt ihr? Pferd hast du schon. Oh, süß. Oh, er freut sich. Okay. Dann loben wir ihn mal, dass er gehorsam ist. Das ist nämlich auch richtig cool. Du kannst deine Tiere loben und ausschimpfen, wenn sie etwas machen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel etwas richtig Blödes gemacht haben, dann kann man sie auch ausschimpfen. Das mache ich immer total ungern, weil mir das immer so leid tut und irgendwann die Tiere hassen mich dann. Ah, okay. Möchtest du die Führungskräfte von morgen anregen? Was hältst du davon, einen positiven Einfluss auf die Jugend der Nachbarschaft auszuüben? Oder möchtest du vielleicht das weitergeben, was du selbst unter der strengen Hand deiner Lehrer erdulden musstest? Was dich auch motiviert, Strandurlaube im Sommer sind ein schlagendes Argument. Na, seht ihr, das passt doch wie die Faust aufs Auge, würde ich mal sagen. Deswegen nehmen wir die Karriere mal an. Und ja, Glückwunsch. Karl hat soeben die Zusage für einen neuen Job erhalten. Karl muss am Montag um 8 Uhr am Arbeitsplatz Crestview Schule und Stadion erscheinen. Josie Kleeblatt ist der Chef von Karl. Es kann nie schaden, eine gute Beziehung zu seinem Chef zu pflegen. Das hört sich doch supi an. So, dann streichen wir mal und Kreiskraulen. Und du. Oh, da läuft ein Pferd vorbei. Du kommst direkt mal wieder nach Hause. So, das ist ja cool. Oh, das Maskottchen kommt gerade. Nach dir hat jetzt keiner gefragt. Ich könnte irgendwann auch mal ein Universitäts-Let's Play machen. Fände ich auch ganz cool eigentlich, oder? So, und jetzt können wir mal versuchen, aufzusitzen. Weg. Mal sehen, ob Julie das hinbekommt. Und. Ah, geschafft. Cool. So, jetzt können wir mal hier hinreiten. Ups. Das sieht immer sehr lustig aus. Die Körperhaltung ist fantastisch. Wow. Wow. Oh, hier habe ich mich erschrocken. Okay, das können wir gleich mal löschen. Da kriegen wir auch noch ein bisschen Geld. Weil das brauchen wir nicht. Das ist das falsche Let's Play. So, jetzt sind wir hier hingeritten und ich würde sagen, vielleicht können wir schon mal ein bisschen anfangen, springen zu üben. Dann, oh, trab, trab, trab.
Nein, Profisportler wirst du nicht, das auch nicht. Yay, wir haben unseren ersten Sprung gemeistert. Karl, was machst du? Nein, du gehst nicht Heu verteilen. Du kannst dich mal mit den Hühnern beschäftigen. Guck mal, man kann nämlich mit denen streiten. Das ist der Hahn. Das ist total lustig. Passt auf. Und nach einer Zeit kann man dann eben hier Eier sammeln. 18 Stunden werden Eier gelegt. Oder wenn man die Eier dann nicht aufsammelt, dann kommen eben Küken. Da ist Charles. Was der für Augen hat. Und ciao. Charles, das böse Federvieh ist nicht leicht zu verstehen, aber Karl glaubt, es hätte gesagt, deine Mutter sieht aus wie ein Lama. Fragen, was besser ist. Minus eins Pferde, achso, ein pferdegroßes Huhn oder 100 Pferde, die so klein sind wie Hühner. Na, dann frag das doch mal und dann kannst du die Hühner füttern. Julie sitzt immer noch hier auf Alpha drauf und Alpha bekommt schon seinen ersten Punkt gleich. Wow, cool. Ich würde sagen, haben wir schon einiges geschafft in diesem Part. Einige Pferde fühlen sich wohl, wenn sie auf dem Boden bleiben, aber Alpha hat einen anderen Weg eingeschlagen. Es erfordert viel Übung auf verschiedenen Parcours, um ein talentierter Springer zu werden. Doch mit Hingabe und dem richtigen Reiter könnte Alpha eine Pferdelegende werden. So, und jetzt sehen wir, wie er die Hühner füttert. Da, jetzt haben die wieder Futter. Dann könnt ihr wieder schön Eier legen. Ist ja eigentlich wohl die Käfighaltung, ne? Nein, sie können ja rausgehen, sie wollen nur nicht. Nee, lass das mal noch da drin. Jetzt machst du es toll. Man kann übrigens auch, wenn man den Heuhaufen hier hinstellt, kann man in dem Heuhaufen wuhuen. Aber den habe ich jetzt noch gar nicht hier stehen. Nein. Aber den werde ich noch besorgen und dann können wir das mal machen. Was auch cool wäre, wenn Karl so ein Angler wird, ne? Dann lassen wir ihn auch mal angeln. Karl wäre so ein Allround-Talent, der einfach so alles kann. So ein richtiger Opa halt. Tadam, 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 tadam. Und wenn man dann eben zu lange reitet, dann kriegen die Pferde, nein, dann kriegen die Pferde so ein, wie nennt man das hier denn nochmal, so eine Laune, dass sie den Sattel loswerden möchten und Julie tut dann nach einer Zeit der Hintern weh und kriegt dann halt hier so eine Laune. Das finde ich auch ganz lustig. Ein Wildpferd willst du beobachten? Nein, du hast schon ein Pferd, du wirst jetzt keine, kannst adoptieren. So, dann, weil die Zeit jetzt gleich schon rum ist, hören wir jetzt mal auf, hier zu springen und dann zeige ich euch noch, wie Alpha jetzt fertig gemacht wird für die Lumbeeren erstmal, fürs Flinksein. Fein. Für sein Rumgerenne. Seht ihr hier? Sattelwund. Viele Stunden auf dem Rücken eines Pferdes zu verbringen, wirkt sich oftmals negativ auf das eigene Hinterteil aus. Autsch! Und er hat dann eben, bitte absatteln, ich trage diesen Sattel schon viel zu lange. Total süß. Springfähigkeit verbessern? Nee, aber nicht bei ihr. Betteln. An einem Springturnier teilnehmen. Das kannst du gerne machen, Alpha. Dafür müssen wir aber noch ein bisschen trainieren. Aber bald machen wir das. Oh, bist du müde? Nee, bist du nicht. Oh. Grigel, Grigel. Okay, jetzt wird er abgesattelt. Hallo? Tada! Das ist das Absatteln. Super realistisch, oder? So, dann streicheln wir ihn mal, geben ihm noch ein Leckerchen und kraulen seinen Hals und umarmen ihn. Und dann werden die Hufe ausgekratzt und er wird gebürstet. Was machst du, Alpha?
Wieso tut er das? Ich verstehe es nicht. Die erste Zuneigungsphase. Masara. Da! Ich glaube, wir haben gerade mit Alpha Freundschaft geschlossen, deswegen wurde ein Wunsch erfüllt, weil Julie sich das gewünscht hat. Oh. Screenshot! So, jetzt werden die Hufe mal abkühlen. Oh, hier ist warm. Gartenarbeit? Nein. Achso, ich muss nochmal eben die Einstellung checken. Okay, alles gut. So, hier seht ihr, wie die Hufe ausgekratzt werden. Können wir auch noch einen Screenshot von machen, ne? So, und jetzt wird er noch gebürstet. Das habe ich früher mal voll gerne gemacht. Meine Freundin hatte ein Pferd. Und meine Mutter ist hochallergisch leider. Deswegen durfte ich dann immer nur mit einer Freundin mitgehen, also nicht selber reiten. Und dann durfte ich auch manchmal das Pferd bürsten oder die Hufe auskratzen und so. Das fand ich immer voll cool. Aber Grimbo. So, das war's schon. Und jetzt loben wir ihn noch dafür, dass er gehorsam war. Weil, wenn man immer wieder lobt oder eben ausschimpft, dann kann das Pferd ein Merkmal hinzugefügt bekommen. Wer bist denn du? Shadow, da hinten läuft ein Hund. Oh, ich liebe einfach tierisch einfach. Shadow ist auch ein richtig cooler Name, ne? Schönes Pferd. Was ich noch richtig cool fände, was ich hoffe, was es bei Sims 4, wenn das Haustiere Erweiterungspack erscheint, was ich dann hoffe, ist, dass es auch Ponys gibt, also dass Kinder dann reiten können. Das fände ich richtig cool, weil ich bin sowieso mal gespannt, was Sims 4, also was EA bei dem Sims 4 Erweiterungspack alles machen wird, weil ich fand das von Sims 3 schon mega cool, was es da alles gab. Für Tiere und was man mit den Tieren alles machen konnte und so. Und dass die Welpen bekommen konnten und so. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Entweder Welpen oder kleine Kätzchen. Ja, deswegen, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und ich würde sagen, wir beenden den Part jetzt mal hier. Wir sind schon wieder eine halbe Ewigkeit dran. Ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Let's Play, weil ich habe unheimlich Lust darauf. Also ich glaube, ich mag es noch lieber als Lebensfreude, weil mit Tieren zu spielen war schon immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und deswegen, ja, hoffe ich wirklich sehr, dass es euch auch gefällt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Anregungen sind, worauf ihr Lust habt, was wir für Tiere holen sollen, was wir mit Julie vorhaben, was wir mit Karl vorhaben, mit Alpha, keine Ahnung. Ja, schreibt mir alles gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Ciao!